nehme die Lupe in die Hand. Er muss erst nachsehen. Das bedrängt, das bedrängt. Wollen wir über das Thema Sofa sprechen? Wollen wir über das Thema Megaupload sprechen? Wollen wir über das Thema Drogen reden? Hallo Kinder! Heute reden wir über das Thema Drogen. Habt ihr auch so viel Stress mit Mama daheim? Kifft sie sich den ganzen Tag zu und ihr wisst einfach nicht, was ihr anpeilen sollt? Dann schmeißt euch eine ordentliche Ladung hinter die Birne. Das hilft euch, eure ganzen Probleme im Alltag schnell und sauber zu bewältigen. Manu, brauchst du... Achso. Manu braucht Hilfe, ja? Ja, brauche ich. Ich hab 14 Knochen. Akka, du solltest echt mal ein bisschen vorsichtig mit deiner Wortwahl sein. Komm, so, du machst noch schlimmer. Hab ich gerade was gesagt? Ja, aber sonst. You say. Ja. Bleib stehen. Ich jup. Danke. Er sagt, bitte! Wir wollen ja wohl nicht unhöflich werden hier. Manu. Ja. Muss Holz fällen. Ja, probier's doch. Die Frage ist bloß, wie lange wirst du es überleben? Ja, danach stehen wir ein bisschen zu viel mehr und klingt. Ja? Und ja. Wenn jetzt ein Mammutbaum wird. Glück gehabt. So ist fein. Ja? Siehst du, Yusei? So pflanzt man gezielt einen Mammutbaum! Manu, komm mal rein. Manu, komm mal hier rein. Muss man hier reinkommen. Los. Guck mal. So pflanzt man gezielt einen Mammutbaum! So nimmt man gezielt. Ich glaube ganz wirklich, dass es gezielte Fleckchen gibt, auf denen diese Drecksbäume wachsen. Yusei, den darfst du abholzen. Der ist nicht mal hoch. Der ist nicht mal hoch, ey. Da komm ich sogar ran. Mit der puren Kralle-Kalle. Und wenn du die Scheune weg hast, ich hau hier die Schnauze wund. Da kriegst du ihn auf den Schnauzer. Also, ich muss sagen, das Gelände von dem Let's Farm, das nimmt in letzter Zeit eine Menge Flair an. Also, Rick, ne? Rick Flair. You say, auch da oben. Muss so eine Grille da sein. Ach du Scheiße, da sind die Spinnen auf dem Baum. Die auch Yusei, du gehst auf die Nerven. Are you serious, bro? Der ist jetzt vor einer Spinne weggerannt, die 5 Meter über ihm sitzt. Nee, du brauchst mir gar nicht anzukommen, du bist gekündigt. Auch aus dem Let's Play? Für immer. Okay, Yusei, Leute, jetzt bewerbt euch jetzt. Yusei, ich mach dir den da aus. Ja, lass mich doch den Baum abholen, wenn ich schon versuchen will. Hau ab, du bist gebannt. Mein Job. Yusei lässt dich nicht dein ein so. Einzigen Baum weggehen. Mehr müssen wir nicht abholzen. Ja, mach mal deinen Gott aus, du Pissnelk, und hör auf rumzuschreien. Hat seinen Gott an und tut noch so, als wäre irgendwas. Ich hab's gar nicht gewusst, dass AK macht den Drecksgott aus. Ist doch schon. Aua! Mann! An deiner Reaktion nehme ich an, dass du noch keinen Gott aus hast. Guck mal, wenn meine... Wenn meine Theorie stimmt, müsste jetzt ein Mammutbaum kommen. Ich sagte, wenn meine Theorie stimmt, Mammutbaum. Macht er das so lange, bis ein Mammutbaum kommt? Nö, aber damit kann ich leben. Oh, jetzt holt er diesen Baum ab!
Muss Holz hacken. Au. Muss fliegen lernen. Unterbaum, 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 Unter... Nein! Blöde. Toll, meine Items liegen auf dem Mammutbaum. Was willst du? Kannst du Alter, du, ich will kein Kind von dir. Sieh zu, wie du herkommst. Wenn du mir die Bäume abhackst, selbst schuld. So dämlich kann man gar nicht sein. Und sein muss pflanze ich ja bald ein manuell hin, ey. Du kennst doch selten Dummheit, oder? Aka, du bist ganz ruhig. Aber wa- ja, versuchst du einmal mit. Was ist? Manu! Hilf mir! Bitte packe mich nö! Dann sag mich doch, wie ich mich selber teleportiere. Sag mich dorthin, los, sag mich dorthin! Ich sag dich dahin! Manu, ich finde das nicht lustig, das war wichtige Items. Ja, so wichtig, dass du bald verpuffen, wenn du dich nicht beeilst. Es funktioniert! Manu! Bitte! Nein! Nein! Noch ein... Ey Manu, ich komme aus der einen Spalte und land direkt in der nächsten. Ja, so ist das manchmal, dass man nur noch in Spalten landet. Mir war irgendwie klar, dass das jetzt kommen muss. Tod weg! Oder ich kastriere dich! Da läuft schon wieder mit so einer Axt hin und her, das ist aber diesmal ein Schwert. Das ist jetzt keine gute Idee, mich mit dem Skelett dort hinten anzulegen. Moment, ich befrag mal fix Polizei, ob's Melanie. Mal gucken, was sie dazu sagt. Das Wer hat das hier die Bilder abgehangen? Wer hat hier die Bilder abgehangen? Welche Bilder? Ja. Die zwei, die hier über an den Stühlen hingen. Ich hab gefragt, wer die abgehangen hat. Ich hab die abgehangen und wieder hingesetzt, weil das bei mir buggy war. Ja, und die total kacke aussehen. Was ist denn daran buggy? Nein, bei mir war... Da war nichts bei mir. Ich da war nichts bei dir, ja, weil in der Textur einfach nur ein Streifen oben ist. Du bist so dämlich, bist du? Aber Hauptsache, es sieht scheiße aus. Und, oh, ey, manchmal müsste man euch für eure Blödheit verprügeln. Stundenlang beide in den Sack mit dem Knüppel 5 Stunden lang drauf einkloppen, bis nicht mehr quietscht und grault und danach rauslassen. Manu, das Ding ist aber bei mir im Bücherregal. Dich. Ist mir egal, was es bei dir ist. Dein billig Texture-Pack will sowieso keiner haben. Das hast du gemacht. Ja, auf deinen Wunsch hin. Weil du zu blöd dazu warst. Das heißt nicht zwingend, dass es mir gefallen muss. Noch Fragen? Gut. Polizei, ob's Melanie, was sagen die zu der Sache? Du holst. Ich hole. Halt einfach die Schnauze. Ihr reizt mich heute schon irgendwie ungemein wieder. Warum? Darum. Allein schon vor der Aufnahme, dass ihr euch nicht ewig käsen könnt. Während der Aufnahme machst du einfach nur noch Mist. Das nervt. Weil wenn ich was hinsetze und froh bin, dass es so ist, reißt du es wieder ab. Oder einfach nur zu dumm bist zuzuhören. Darum. Hier, komm, guck mal, ich hab ein Tor gesetzt. Willst du dich wieder wegrupfen? Hey.
Du musst mir nicht hinterherlaufen wie ein Hund. Such deine eigene Arbeit. Willst du nicht die Bäume dort abholzen, die ich schön gepflanzt habe? Ich hab die Höllenstimme gehört und er ging. Manu, bitte bleib auf dem Boden. Tief ein- und ausatmen. Nö, ich beende gleich die Aufnahme. Wieso das? Darum das, weil ich einfach keinen Bock hab. Wenn mir das hier wieder viel zu blöd ist. Darum. Da wartet man erstmal für eine Viertelstunde, ehe ihr euch überhaupt auskäst. Dann musst du noch dein Betriebssystem wechseln. Dann musst du hier, musst du dort was machen. Dann während der Aufnahme bekommt ihr zwei auch nichts weiter gebacken. Du machst schon wieder irgendwas extern, was keiner verlangt hat. Ich mach die Höhlenerkundung weiter, die ich noch nicht fertig hatte. Ja. Entweder du gehst in die Höhlen oder du baust irgendeinen Müll. Siehe Windrad. Was mit Federn, mach nichts mehr ein. Glaube ich dir. Mir muss aber trotzdem was einfallen. Also das ist keine Ausrede. Wenn dir meine Bauwerke nicht gefallen, dann kannst du die abreißen, ist mir auch egal. Ich reiß gar nichts, aber jetzt habe ich mir noch die Finger damit schmutzig gemacht. Ich durfte ja schon deine Scheiße mit diesem hässlichen Gras ausbaden, weil du einfach nichts auf der Reihe bekommst. Stattdessen gehst du weiter den Müll machen, anstatt das wieder zu gerade zu biegen, was du verbockst. Und es bleibt wieder nur an mir hängen. Weil ich die Schafe gepaart habe. Ja, und? Weil ich mir Schafe wollte, weil ich die Wolle brauchte. Ja, du kannst aber trotzdem entweder mehrere Gatter machen oder darauf hören, was Jussi und ich dir sagen. Ja, ich hab doch mehrere gemacht am Ende. Ich hab ja, die doch auch aber trotzdem sind mehrere Gatter trotzdem scheiße, weil es immer noch leckt. Rum wie numm. Es liegt an der Tierzahl. Was meinst du, wie das wird, wenn dort noch Schweine und sowas drin sind? Bei mir hat's nicht geleckt. Ja, da, ja, bei dir. Du hast ja auch nicht nebenbei Fraps und Audioplayer und alles laufen, bloß damit das Let's Play ordentlich wird. Weil über Qualität machst du dir keine Gedanken, das weiß ich. Manu? Was? Brauchst du irgendwas? Also ich gehe jetzt Kakteen holen. Soll ich mitkommen? Kannst du machen. Mich pisst einfach bloß an, dass hier jeder teilweise echt macht, was er will. Wo bist du, Karate? Ja, siehst du? Mach, was du willst. Mir egal. Ich bin gerade Kakteenhund. Ja, ich... Ja, Porten. Ja, du wolltest nicht. Ja, und? Porten ist trotzdem scheiße. Ich kann es auch noch fünfmal sagen. Guck mal, ich zeig dir mal, wie scheiße Porten ist. Und tschüss. Mit irgendwas muss ich dabei Spaß haben.
Ja, dann sag mal, wie ich jetzt meine Items wieder bekomme. Nö, kannst du doch so gut porten. Ich finde das nicht lustig. Ich find's sehr toll. Ja, runter geht's also. Ja, Yusei hat den Weg bergab gefunden. Es war ein tiefer Fall. Sein Leben hing quasi am seidenen MC-Carpet. Welches